Guten Abend, Frau Gertraud. Grüß Gott. Guten Abend. Darf ich Sie gleich bitten, die Frage an den Herrn Professor zu stellen? Grüß Gott, ja. Frau Gertraud. Ja, grüß Gott. Ich bin schon zweimal geimpft und hatte nach der zweiten Impfung einen Schlaganfall. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich geimpft werden soll oder nicht. Hallo? Ja, wir hören Ihnen zu, wir wollten Sie ausreden lassen. Ja, okay. Ich habe keine Vorerkrankungen und jetzt wollte ich eben fragen, wie die Situation ist. Frau Gertraud, in Ihrem Fall, der Schlaganfall hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit der Impfung zu tun. Ich kann das jetzt ursächlich nicht beurteilen, weil ich nicht Ihre Details zu Ihrem Schlaganfall kenne. Ich denke, dass Sie sich trotzdem das dritte Mal impfen lassen sollten und ich gehe davon aus, dass die Impfung keine Probleme machen sollte. Wie schon vorhin gesagt, wir haben vielerlei Sorgen in der Bevölkerung wegen der dritten Impfung. In Ihrem Fall ist das wirklich eine sehr, sehr ernste Sorge. Trotzdem besprechen Sie es natürlich mit Ihrem Hausarzt, aber ohne jetzt Details zu kennen, wäre ich eher für die dritte Impfung. Darf ich vielleicht noch als Internist eine Frage stellen? Welchen Impfstoff haben Sie bekommen? Den Pfizer. Dem Pfizer, weil mit dem Pfizer gibt es so keinen wirklichen Zusammenhang mit dem Schlaganfall. Das ist, wenn man AstraZeneca nimmt, ein bisschen anders. Und darf ich fragen, in welchem Zeitabstand war der Schlaganfall zur Impfung? 2 Tage danach. Ja, also ich würd die Meinung des Herrn Professor Nowotny zu 100% unterschreiben und unterstreichen. Eine absolute Sicherheit kann es nicht geben, aber in all den Studien, und wir haben jetzt mittlerweile 7 Milliarden Impfungen, gibt es hier keinen Zusammenhang zwischen diesen mRNA-Impfstoffen und dem Schlaganfall. Vielen Dank, dass Sie bei uns nachgefragt haben. Ich wollte noch Folgendes sagen. Mein Sohn ist im Anfang Juli geimpft worden und hatte 4 Tage nach der Impfung einen Schlaganfall, wo er halbseitig gelähmt war. Und er jetzt schon einige Wochen auf Reha ist und wir hoffen, dass das mal ganz gut ist. Er kann schon in der Zwischenzeit gehen. Kann die auch Hand bewegen. Pfizer, auch mit Pfizer. Ja, gut, aber da darf ich Folgendes sagen, bevor Sie zu einer dritten Impfung gehen. Es gibt in den Spitälern sogenannte Gerinnungsambulanzen. Die sind hochspezialisiert auf alle Formen von Blutgerinnungsstörungen. Also bei Ihrer Familie würde ich dringend dazu raten, dass man vorher sich genau Ihre Blutgerinnungsfaktoren anschaut und noch bis Sie dort ein beruhigendes Ergebnis haben, zu warten mit der dritten Impfung. Ja, danke. Wir haben so viele Fragen. Bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich noch weitermache, weil ich komme mit den Anrufen und den Fragen heute kaum nach aufgrund der logischen Aktualität. Ihnen und Ihrem Sohn und der ganzen Familie alles Gute.